Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Ich werde mal gerade gucken. Wir hatten ja mehrere Probleme noch mit dem Audio. Ich will mal gucken. Gesamtlautstärke können wir ein bisschen runterdrehen. Ich drehe mal Effekte, Fußstapfen. Ich drehe das mal alles ein bisschen runter. Mit ein bisschen Glück geht es jetzt so etwas besser. Wir hatten ja so ein paar Probleme hier. Das ist echt schwer einzustellen. Das ist alles eigentlich schon ein bisschen leiser gewesen. Im Vergleich zu den Stimmen. Aber es hat ja scheinbar nicht gereicht. So, okay. Das wollten wir ausprobieren. Und jetzt müssen wir mal gerade Lucky Lucky machen. Genau. Wir wollten jetzt unsere fehlenden Kollegas hier einsammeln. Das heißt, zur pfeifenden Mine und wir fangen im Süden an. So, ich hoffe, die finden wir alle ganz schnell und können dann direkt weitermachen. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, in welcher Reihenfolge wir jetzt die nächsten Quests angehen wollen. Und das will ich tun. Es ist faszinierend. Dieses Pferd. Also, ja, egal. Mein hoppelnder Running Gag hier. Okay. Also dann, weiter geht's. Boah. Leute, guckt euch das an. Mir ist schon kalt, wenn ich das nur sehe. Durch die Schneeverwehungen stapfen. Na, super. So, hier... sieht es so aus, als wäre hier... irgendwann mal... ja, auch ein Drache geboren worden oder so. Ist das aber eine Überraschung? Oh, Banditen! Gebt auf, solange ihr noch könnt! Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben! Ja! Yeah. Aber ohne Kopf raubst du gar keinen mehr aus! Ein orkischer Bogen, den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nö. Ja, okay. Nein, nein, jawohl. So. Oh, Herbalists of Skyrim. Herbalists Guide to Skyrim. Sehr schön. Das Firmament. Ich glaube, das haben wir schon, aber ist egal. Knochenmehl, eine Perle, Zaubertrank. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat man gerade durchsucht. Das ist dem seine Rübe. Oh. Oh je. Der Arme wurde scheinbar von dem Bösewicht hier erledigt. Wo kam der denn jetzt auf einmal weg? Von draußen vom Walde komme ich her. Oh, also einen habe ich auch gesehen. Den Eiswolf hatte ich jetzt nicht mehr im Blick. Boah, der mich verjagt. Boah. So. Ja. Okay, Tränke haben wir eingesackt. Die Rübe bleibt hier. Nee, die blöden Boots wollen wir auch nicht. Warte mal. Hallo. Hier, den Tornister würde ich gerne durchsuchen. Ja, cool. Eine Schatzkarte. Schatzkarte 2. Schatzkarte 2? Ja gut, ist egal. Geldbeutel und Brot und gebratenes Ziegenbein. So. Okay, soweit, so gut. Schwertchen können wir wieder wegstecken. Wir haben also den Verbleib vom ersten geklärt. Und jetzt geht's weiter nach Norden, gelle? Ja, einfach weiter nach Norden. Untersuchen wir die anderen. Was haben die nur hier draußen gemacht, dass die sich von Banditen haben überfallen und umbringen lassen? Das waren doch Magierschüler. Naja, scheinbar keine besonders guten. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, ich sollte nicht über so arme Leute, die tot sind, lästern, aber... jo, Ziegenfell, Ziegenhorn, nehmen wir alles mit.
Die scheint sich auch nicht mehr so sehr zu bewegen. Hier? Haben wir hier schon den nächsten Verbleib? Nee, ich sehe hier keinen Pfeil. Oh, ja. Ich würde mal sagen, dem Guten ist etwas kalt geworden. Er hat auch ziemlich abgenommen hier draußen. Entschuldigung. So, zack, das war einfach. Na gut, war auch nur ein Amethyst drin. Ist schön, ist besser als nichts, aber war jetzt nicht so der Brüller. Ich muss aber nicht nach unten, oder? Doch, ich muss nach unten. Ich komme hier gar nicht runter. Was ist das denn? So. Baller, dann gehen wir mal hier. Gehe ich eigentlich? Ich gehe richtig, oder? Ja, genau darauf zu. Oh, ich meine, klar, bei uns schneit es auch gerade draußen. Und ihr wisst ja, ich bin auf meinem kalten Dachboden, der zwar ausgebaut und ein bisschen isoliert ist, aber für einen kalten Winter reicht es eigentlich nicht. Und wenn ich dann noch hier das Schneetreiben mir angucke, muss ich gestehen, ist mir wirklich, wirklich kalt. Okay, so wie es aussieht. Oh, da sind noch ein paar Wölfe und Eiswölfe, so wie es aussieht. Ich muss hier wohl einmal ringsrum. Auf der Rückseite müsste der Pfeil sein, wo wir den Verbleib des Guten finden. Oder etwas über den Verbleib herausfinden, so rum. Eieiei. Ist er. Da, ich sehe es schon. Oh je. Ach! Das waren Fallen! Und ich bin voll reingelaufen. Boah, hab ich mich verjagt. Och, der Blöde verarscht mich doch hier. Ach, Manno. Meine Güte. Wölfe können im Rudel ganz schön gefährlich werden, würde ich mal so sagen. So, bevor mir jetzt hier noch irgendwas, bevor mir noch irgendwas passiert, mal kurz nochmal heilen. Quasi Eigenmedikation oder Meditation. Ist im Prinzip gut wie gesprungen, weil durch Meditation kann man sich heilen und durch Medikation auch. Also, wir kümmern uns auf jeden Fall um uns selbst. So. Was haben wir hier? Rudis. Ach, Rundis Dolch. Rudis. Ich dachte schon Rudis Dolch. Egal. Rundis Dolch. Wir haben sein. Oh. Oh, der wäre mir fast durch die Lappen gegangen. So, und irgendwas war hier weggeschleudert. Oh. Ach! Manno! Ach. Ja, aber den tollen, wertvollen Stab wollte ich noch haben. Ach, verdammt! Ich bin aber auch ein Trampel. Da hinten sehe ich noch irgendwie einen roten Punkt, aber der ist noch relativ weit entfernt. Magika hat sich auch schon mal schneller aufgeladen. Kommt, wir haben ja Zeit. Da wir das Zaubern eh nicht so oft benutzen, nehmen wir die Magika-Tränke jetzt so, um uns zu heilen. Okay, weiter geht's nach Norden. Ja, Schnellreise nach Winterfeste. Wir überspringen mal gerade ein Stückchen vom Weg. Hier wieder aus der Eiswüste rauszukrabbeln, das ist jetzt bestimmt nicht so interessant. So, und dann gehen wir von hier aus nach Norden.
Müsste doch... Ja, müsste gehen. Die Frage ist, wie gut das geht. Guck mal hier. Doch, ich wollte gerade sagen, hier in der Stadt ist das Pferd nicht mitgekommen. Doch, da vorne ist es. Ja, schön. Okay, nichtsdestotrotz muss ich hier eigentlich nur dran vorbei. Weiter nach Norden, da auf diese Insel, die wir gesehen haben, eben auf der Karte. Allerdings überlege ich noch ganz skeptisch, um nicht zu sagen skeptisch und bezweifelnd, wie wir auf diese Insel kommen. Weil es sieht alles ziemlich steil aus. Das geht voll steil hier. Naja, erstmal in die Richtung und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Boah, ich hoffe, ich kann dann auch mit Schnellreise hier wieder weg. Alter. Jetzt müssen wir uns hier auch noch Rückweg durchkämpfen. Moment, Moment, Moment. Ja. Mann, hier in der Gegend gibt es aber Eiswölfe en masse. Nein. Ist ja nie wahr. So. Zack, das nehmen wir auch mit. Haben wir hier in der Nische noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Dann blub, 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 blub. Einmal gerade rüberlaufen. Was haben wir da denn? Muschel? Muschel? Ja, Muschel. So, wenn wir hier eh gerade landen, können wir das Muschelfleisch auch mitnehmen. So, das sind echt steile Klippen. Also hochklettern geht nicht. Ich habe meinen Kletterhaken zu Hause vergessen. Beziehungsweise es geht halt nicht im Game. Aber dann müsste es doch hier irgendwo eine Nische geben, wo man rein kann. Das sieht doch vielversprechend aus. Oh, ich meine, ja gut, wir haben Rüstung an und die hat auch ein bisschen Fell, aber der Schwanz hängt raus, wir haben keine Mütze. Ich glaube, es wäre hier ganz schön kalt. Okay, Nierenwurz haben wir auch schon mal. Wäre eine Sache, die zumindest ein Magier hier interessieren könnte. So, das ist nur ein Skever. Ach ja, der arme. Grassamen, Hängemoos, Säbelzahn, Tigerkatze, das nehmen wir auch mit. Den Dolch brauchen wir nicht. Eine Schriftrolle. Der hat ja anscheinend einiges mit Skevern versucht. Oh, Veränderungszauber auch verbessert. Sehr cool. Was haben wir hier drin? Weizen nehmen wir auch mit. Noch eine Schriftrolle. Bisschen Elfenohr. Halt, der Sack war leer, stand dran. Hier sind einige Schriftrollen, also... Das war schon die Arbeit von Magiern hier. Aber er hat es wohl scheinbar trotzdem nicht geschafft. Ilasthais Ring. Beziehungsweise sie. Diesmal haben wir sogar die Leiche auch noch mitgefunden. Was das Ganze zwar ein bisschen tragischer macht, aber das Ergebnis nicht wirklich verändert. Oh Mann, also wenn ich da in die Richtung gucke, muss ich mal eiskalt sagen, wir haben noch viel vor uns. Und es sind nicht mal... es sind ja nicht mal alle Quests aktiviert und zu sehen. Ich sehe rote Punkte. Hallo? Ah, Eiswolf. Wollte gerade sagen, hier irgendwo muss doch was sein. So, und hier war noch einer. Hier hinter? Hier, da. So. Alles klar. Die Wölfe... Opala. Die Wölfe sind beseitigt.
Dann kann ich mich jetzt kurz um die Kleinigkeit kümmern, die ich da vorne gesehen habe. Ihr habt es bestimmt aus dem Augenwinkel schon gesehen. Etwas, wo ich natürlich nicht dran vorbeigehen kann. Eisenerz, Eisenerz. Ja, klöppli-klöpp. Mehr Eisen. Ey, bald können wir uns keinen Rüstungspanzer nur schmieden. Wenn das so weitergeht, schmieden wir uns gleich einen Kampfpanzer. Weil so viel Material, wie wir haben. Klassisches Dwemer-Technik-Ding dann mit Dampfbetrieb, ne? Panzerwagen mit Dampfbetrieb wird das dann. Ja, das ist ein Stückchen weiter. Aber ich habe keine Abkürzung. Ich habe keinen Wegpunkt in der Nähe. Okay. Ja, sorry Leute, dann müssen wir wirklich laufen. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar Erze auf dem Weg. Haha. Zack. Und noch ein Donnerwetter. Mit Pfeil und Bogen sind wir inzwischen aber auch ganz gut. Voll der Genickschuss. Habt ihr das gesehen? Das war ja mal fett. Allerdings muss ich gestehen. Ja! Ha, als hätte ich es nicht gesagt. Als hätte ich es nicht gesagt. Mehr zum Abbauen. Ach, herrlich. So. Eisenerz haben wir. Hawker nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und ich muss mal gerade... Waffen... T. Achso, da. T. So, unseren Dawnbreaker wieder aufladen. Und natürlich... auch unseren Bogen wieder aufladen. Ich habe nicht gemerkt, eben beim Schießen, der Bogen macht nicht mehr viel. Da passiert nichts mehr, wenn wir damit schießen. Idyllisch. Ach, verdammt. Aber Idylle hin oder her... Idylle hin oder her. Ich will die Hawker platt machen. Moment, Moment. Jawoll. So. Ja, ich bin ein böser Mensch. Ich habe hier Hawker getötet. Oh, die hatten aber auch Füchse getötet. Vielleicht war es auch der Bär. Ja, ich weiß, es ist, wir haben uns ein bisschen durch die Tiere durchgeschlachtet. Das ist nicht sehr nett, aber ich weiß genau, die hätten mich angegriffen, wäre ich jetzt einfach hier lang gegangen. Wieder Eisenerz. Die Ecke hier ist gut für Eisenerz. Meine Güte. Feine Sache, das. So. Das haben wir auch. Das nehmen wir auch mit. Und dann geht's weiter. Oh, guckt mal, da ist ja
Wenn ich das richtig sehe, ist da ein kleines Lager. Wollen wir mal gucken, wen wir da haben. Gerade einmal in die Runde gucken, nicht, dass uns gleich irgendwer in den Nacken springt. Nicht in den Nacken. Oh, warte mal. Momentchen. Nein, tust du nicht. Du bist nämlich hinüber. Du bist nur so ein kleiner, popliger Bandit. Tu nicht so, als könntest du mir etwas anhaben. Friedwald Sturmklinge. Nein, Wow. Da ist ja noch einer. Ja, sammeln auch. Wo ist denn der? Hier ist der andere, den ich abgeschossen habe. Gegrillte Hühnerbrust, Gold, ja, ansonsten sind die ja nicht so toll ausgestattet. So, Dietrich, Gold, Barbarenrüstung, Pfeile. Jupp, und ein Diadem. Ach, Eisgeister haben wir hier auch noch. So. Einmal und nochmal. So. Ah! Schon wieder ein Eiswolf. Ah! Kommst du wohl? Yes, sir. So. Warte mal, hier ist schon wieder was Rotes. Hallo? Da vorne. Echt jetzt? Ich hab doch voll schön gezielt. Jawohl. Ich wollte es gerade sagen, ich habe doch gut gezielt. Hä? Ah, hier. Mann, der ist hier aber ins Gebüsch gefahren. Gott sei Dank gucken die Hinterläufe raus, sonst hätte ich den überhaupt nicht wiedergefunden. So, dann haben wir hier noch Muscheln und dann muss ich gleich nochmal die Richtung, in die ich gehe, ein bisschen abchecken. Ich glaube, da lang, oder? Ja. Oh Mann, wir haben gerade erst den halben Weg. Das ist noch ein bisschen nervig jetzt. Na gut. So, hier haben wir die Eisgeister erledigt. Ist hier vielleicht noch irgendwo Erz? Zur Abwechslung? Nee, hier sehe ich keins. Hier ist eher trostlos. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Ich wandere hier durch tiefste Eiswüsten, ganz alleine. Oh. Und ich bin falsch gewandert. Hopp und hopp. Und hopp. So. Ich fürchte, hoppala. Ich fürchte, wir müssen da wieder. Alter, was? Hoppala, ich habe irgendwie gerade Mist gebaut.
Hä? Muscheln! Oh! Oh! Ups! Oh. Das tut mir voll leid! Das ist ein Baby-Säbelzahntiger. Oh, ich glaube, ich habe seine Mutter getötet. Oh, shit. Oh, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das war doch keine Absicht. Och, Mensch. Aber ich kann ja nicht einfach an Säbelzahntigern vorbeilaufen. Die hätten mich doch aufgebissen. Also, aufgegessen. Erst gebissen, dann aufgebissen. Während des Kampfes? Hier ist kein Kampf. Ah, okay. Und selbstverständlich wieder Eisenerzader gefunden. Mann, also hier im Schnee? Da wächst das Eisen ja wie auf den Bäumen. Ja, ich weiß, der war nicht gut. Entschuldigung. So. Die Richtung weiter. Oh, wartet mal. Wenn wir hier eh gerade in diese Richtung gehen... das war ich aber nicht. Aber wenn wir eh gerade in die Richtung gehen, das sieht doch aus nach neues Drachenwort, oder? Das wäre doch voll Kracher. Ja, wir müssen eigentlich darüber, aber jetzt möchte ich ganz kurz... Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ich höre schon wieder irgendwas grunzen. Ach, ein Bärchen. Ein Teddybär. Ah, so. Ja. Ja. Haha. So. Oh, ein ganzer Stapel Muscheln. Wenn die schon so schön auf dem Haufen liegen, wollen wir sie nicht... Wollen wir sie nicht vergeuden. Aber das sieht doch hier sehr nach Drache und nach Wort und so aus, oder? Das hat sich gerade angehört, als wäre hier schon wieder ein Bär. Hm. Okay. Irgendwer hat Stonehenge umgebaut. Es wird hier nur als Gang missbraucht. Das ist eine Höhle. Das war so nicht geplant. Eine Höhle? Ja, okay, schade. Wahrscheinlich ist das Wort in der Höhle. Was ist denn das für eine Höhle? Ist das irgendwas... Jingwild. Jing... Wie auch immer. Okay. Wir hatten eine Reihenfolge. Erst mache ich das zu Ende. Wir müssten nämlich auch schon ziemlich... Ja, 401 von 410. Wir sind auch schon sehr, sehr überladen. Wir gehen jetzt erst... Wenn ich mich orientiert habe. Ja, so. Wir gehen jetzt erst runter und... beenden die Quest mit dem Leute suchen. Und so wie wir das beendet haben, gehen wir hier nochmal hin. Möglicherweise. Oder ich vergesse es und wir gehen woanders hin. Wahrscheinlich gibt es hierfür nämlich auch noch eine Quest. Wir hatten ja auch eigentlich was anderes vor. Muss man ja auch einfach mal sagen. Aber das reizt mich jetzt schon, hier in die Höhle zu gehen. Ah, vielleicht machen wir das. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall... werden wir, bevor wir irgendwo in irgendeine Höhle gehen, gerade hier den letzten noch der Studenten einsammeln. Also die Überreste, die was auch immer. Den Dolch, den Goldzahn, den was auch immer übergeblieben ist. Oh, das ist seine Halskette. Oh, das ist nicht... Boah, das ist echt nicht schön.
Warum kokelt der denn hier? Oh. Okay, ein Zauberbuch hat er noch gehabt. Gegen wen oder was hat denn der hier gekämpft, dass der hier am Brennen ist? Okay, Karte. Hab ich alle? Ja, Return to. Okay, ich gehe gerade zu ihm zurück und mache hier die Berichterstattung. Dann würde ich sagen... ja, kommt. Wir gehen gerade zurück, wir machen gerade die Berichterstattung. Und dann gehen wir als nächstes... oh nein, wir gehen nicht an die Quest. Ich will jetzt in die Höhle gucken, die ich gerade gefunden habe. Es tut mir leid. Wir haben 100.000 Zeitquests und ich gehe in eine Höhle, die wir nicht mal brauchen. Ich weiß. Aber ich bin so neugierig. Das sah aus, als würde dann... Der Drachenknochen hat sich gemütlich auf die Bank gesetzt. War ihm vielleicht zu kalt im Vorhof. Ja, egal. Sag ich jetzt nichts zu. Ich bin recht erfreut. Da sage ich jetzt nichts zu. Da sage ich jetzt nichts zu. So. Könnt ihr? Ja, kann ich. Könnt ihr? Ja, kann ich. Egal was, kann ich. Es wird schwer, es zuzugeben. Aber Shesargo kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. So. Oh, sag nicht, warte mal. Laufe ich jetzt eh gerade wieder zum Verkehrten? Moment, ich will mal gerade erst gucken hier. Ah, nee, okay, der ist tatsächlich hier. Ich dachte gerade, ich würde schon wieder zum Falschen laufen. Aber nein, er ist auch hier. Hier können wir die Quest abgeben. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Ja, ich habe Ilas Tai gefunden. Hier ist der Beweis. Meine Güte. Ich hatte außerordentlich große Hoffnungen in sie gesetzt. Ja. Hätten sie ihre Schwierigkeiten überwunden, wären sie hier recht erfolgreich geworden. Ja. Und ich habe dies gefunden. Es ist Rundis, nicht wahr? Ja, das gehört ihm. Oder gehörte ihm, schätze ich. Davon hätte er sich nie freiwillig getrennt. Wie schade. Ja. Ich habe das hier gefunden. Es gehörte Borvia. Ja, das kenne ich. Jetzt muss ich mich wohl nicht mehr fragen, wo er ist. Es tut mir leid. Yesra hat nicht überlebt. Bei den Göttern. Das gehört ihr, oder? Ja. Wir werden sie sicherlich vermissen. Hm. Nun, ich habe alle vermissten gefunden. Vorherigen Schüler berücksichtigt. Hier, nehmt das. Der Beste in ihrer Gruppe sollte es als Belohnung für die harte Arbeit bekommen. Es ist das Mindeste, was ich euch für eure Hilfe geben kann, diese Sache beizulegen. Oh, so wollte ich das nicht sagen. Das war wirklich kein Scherz. Ja, ist ja in Ordnung. Nein, ich habe einen Stab gekriegt. Schön, Quest abgeschlossen und ich bin überladen. Oh nein. Was für ein Stab war denn das? Was für ein Stab war denn das, dass der gleich so schwer... Ah ja, die wiegen 8 oder so. Ach, Mist. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Essen? Nom, 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 nom. Backkartoffeln. Gebratenes Ziegenbein, gegrillte Hühnerbrust. Rohes Fleisch möchte ich jetzt eigentlich nicht essen. Und ja, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen, aber ein paar kleine Magikatränke. Habe ich kleine? Hallo? Geringe Ausdauer. Ja, geht auch. So, okay. Ich weiß, das war jetzt sehr verschwenderisch, aber ich wollte jetzt echt nicht stecken bleiben hier, nur weil ich die Quest abgegeben habe. So. Alles klärchen. Jetzt müssen wir noch gerade ausladen. Und wir haben schon wieder überzogen. Die Folgen werden immer länger. Ja, letztens gerade erst einen Kommentar gelesen, dass die Folgenlänge zu lang ist. Und jetzt habe ich schon wieder überzogen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal an genau dieser Stelle wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend.
Und bis dann. Macht's gut, ne? Ciao.